Ni hao, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Warfare, heute mit Selas. Servus. Und Pulitze. Selwuls. Und wir spielen heute China 5-7, ein Deck, was in der Vergangenheit ultra gut war, eins meiner Lieblingsdecks im Spiel, was aber seit einiger Zeit irgendwie nicht mehr so gut funktioniert. Ich weiß auch nicht warum. Aber es ist immer noch ein sehr gut und breit aufgestelltes Deck, wo für jeden was dabei sein sollte, egal ob er lieber M18 fährt oder T34 oder M64 oder M36. Oder PT oder Object oder alles ist da, obwohl PT ist, glaube ich, für die neuen Spieler nicht mehr da. Den gibt es nicht mehr für euch. Für uns alte Veteranen schon, der ist rausgenommen worden. Und das Schöne ist, ich kann direkt reinstarten, denn nur der M64 ist neu in diesem Deck. Und der M64 oder auch Type 64 war die Bezeichnung für zwei Panzerprojekte der Republic of China. Einer war ein Hybrid aus dem M42 Duster und der M18 Hellcat. Das andere war eine in Eigenbau gebaute Kopie des M41 Walker Bulldog. Beide hatten die Aufgabe, als Unterstützung für den schweren M48 Patton zu dienen. Unsere M64 hier war auch der originale Type 64. Es wurde ca. ein Bataillon an M64ern gebaut, was meines Wissens nach 36 Panzer wären, aber korrigiert mich da bitte. Und gebaut wurden sie ab 1975. Du musst mich doch vorwarnen, bevor du so einen Witz machst. Alter, mein Hirn hat voll geblankt. Was denn für ein Witz? Am Anfang bei der Antwort. Ach so. Ich hab gerade gedacht, hat er jetzt einen Sprachfehler? Dann wird gecancelt. Ja. Aber das heißt doch dann Republic of China, oder? Nein, es kam mir zu spontan. Okay, wohin? Ich fahre auch direkt mit dem M64 hinter C. Hinter C. Genau. Ich hab den überhaupt nicht. Ne, der war ja auch aus dem Battle Pass. Der ist cool. Ja. Die Dust Cat. Ich hab letztens geguckt, also der ist auch nicht viel wert, glaube ich, oder? War er vom Wert, ich glaube 40 Euro oder so. Ich hatte letztens mal geguckt, was ich mit meinem BI-Geld immer noch anfangen soll. Wie viel hast du? 206 noch, glaube ich. Irgendwas hatte ich mir schon mal gekauft dafür. Moderner oder der M60, der türkische, würde ich sagen. Ja, den habe ich jetzt mal als Pacht geben lassen, deswegen da will ich mal gucken, wie der so taugt. Bin ja immer noch überlegen, ob ich mir eine Tornado holen soll. Die deutsche meinst du? Ja. Ja, würde ich nicht, die hat keine Flares. Kann sagen, würde ich mir eher die Dust Cat hier holen. Aber auch der T3485 Guy ist auch ziemlich gut. Ist der beste T3485 im Spiel, finde ich. Ja, allein das 50K. Nur wegen dem 50K, genau. Ja. Sonst ist er baugleich, glaube ich. Ja, sonst ist es ein. Der hat einzig allein nur das 50K oben drauf, was ihn sehr viel besser macht. Es rasiert. Ich höre Dinge. Ja, einiges. Ja, ich scoutete Dinge. Okay. Darf ich Leute umbringen? Okay. Ja, bring Leute. Oh, lol. Okay, das kein Durchschlag. Seitlich bei einem Sherman, Alter. Ich hab den Geschützverschluss von der M109. Und hier hinten ist gerade einer lang gefahren. Hab's weggeklickt. Da ist ein T1er, der aufgeklärte Leiter. Da ist noch ein Panther ohne Crew im Turm. Au! Okay, der hatte Crew im Turm. Warum guckt der mich denn an? Weil er mich nicht sehen konnte. Scheiße, ich kann ihn nicht bekämpfen. T34 und seine Garde pushen. Toll. Wir verstecken mit den Spielen. Oh, links außen, hinter dir, Polizei, links hinter dir. Easy shit. Alter, gegnerischer Sturmmörser hat eine Hellcat gekillt, ein bisschen overkill. Das ist so belastend mittlerweile, dass man Panther nicht mehr einfach durch die durchs Gunmetlet killen kann. Ich find's aber ehrlich gesagt gut. Ja, aber es ist so ungewohnt. Normalerweise platzen. Früher sind die ja geplatzt, wie sonst was. Ja, gut, du musst halt jetzt neben Scanmantlet auf die flache Stelle schießen. Ich bin da immer zwiegespalten, je nachdem, auf welcher Seite der Kanone ich gerade sitze. Ja. Aber bei derselben Seite funktioniert es offensichtlich, habe ich Gefühl. Ja, aber die meisten Leute, die schießen hier gefühlt eh nie dahin, wo die Weak Spots sind. Die schießen einfach. Also, ja. Und das Spiel regelt dann. Genau. Bye. Have a great day. Oh, sehr wie gesagt, schön. Der Panther da außen steht ja immer noch. Ne? Ja, ich sehe da sind ganz viele. Hier kommt ein Sherman. Hier kommt ein Tiger. Das ist ein Sherman. Das ist sogar ein. Ah, ne, es ist doch nur ein Sherman. Schatz, wenn Jumbo. Hat das abgeprallt an mir?
Also der Panther macht nichts mehr. So, der macht sowieso nichts mehr. Ja, der Sherman ist bei mir reingekommen. Alter, ich komme nicht durch die Unterwanne. Nee, es ist doch ein Jumbo. Ja. Okay, das 2-1 hat geregelt. Muss mir gleich mal einen neuen Commander holen. Ich finde Jumbos echt schwierig teilweise zu knacken. Also manchmal Platz. Wenn die vollgebuscht sind vor allen Dingen. Nee, der war überhaupt nicht vollgebuscht, aber alleine, dass ich nicht noch gekommen bin. Panther, ich bin leider nicht reingekommen durch den. Oh oh. Warum schießt er auf mich? Weil er schlau ist. Weil ich weggefahren bin. Gefährlichere Kanone. Ja, das hatte ich eben schon vor. Warum sind dann da so viele? Da sind noch drei Stück in der Stadt. Weil bei B keiner ist. Unser Team ist wieder so sackenblöd, die fahren jetzt, guck mal, wie die bei B fahren. Die fahren jetzt direkt zum Spawn, die zwei da. Ich hab zu viel geschossen. Die warten, dass ich sich ausgewackelt habe. Ich hab Heat dabei. Yay. Hier hinter dem Haus ist ein Tiger. Und ich leider nicht spawnen. Ich habe hier mal kurz meinen orangen Motor. Der Motor läuft auch auf Orangen? Echt krass. Da ist denn der? Direkt vor mir. Okay. Er hat es irgendwie geschafft, mich nicht zu töten. Wo ist der Panther jetzt? Da ist da noch ein Panther. Der müsste in der Stadt sein und irgendwie hier hinten ist noch eine Sherman Jumbo. Oder Sherman. Bleib mal kurz hier außerhalb. Ah, der Panther ist raus. Ne, es ist auch bis diesmal nur ein Sherman. Es ist ein Sherman gewesen. Ich glaube, hier ist jetzt sauber. Ja, endlich. Endlich kann ich mir einen Commander holen. Meine Crew ist so hilflos ohne. Die wissen nicht, was sie tun sollen. Weil ich glaube, da oben war gerade noch was angezeigt. Ja. Ich wurde jetzt gestern in den Kommentaren gefragt, wie ein Kaffee mich besser macht. Ach, so. Level up. Hier bitte das Super Mario Geräusch und Pilzfressen einfügen. Genau. Es funktioniert einfach. Aber es ist alles, was besser wird mit Kaffee. Stuhlgang wird besser. Ich sag ja alles. Wenn du da noch eine Kippe dazu nimmst. Nee, ich auch nicht. Nein, rauchen. Rauchen läuft dann raus. Ja. Rauchen ist ungesund. Und teuer. So, mein auf Gott. Den hier habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich wollte euch die 12.000 Pfund Bombe ersparen. Letztens hat vor mir, ich stand vor mir in der Kasse am Einkauf und hat einige Packen Zigaretten gekauft. Ich dachte, Alter, seine drei Packen Zigaretten sind mein ganzer Einkauf. Und ich habe nicht wenig eingekauft, sondern es ist ein paar Tage gekauft. Ich habe keine Ahnung, wie teuer die heutzutage sind, aber dass die Leute das immer noch antun bei dem Preis. Standardpäckchen 8,10 Euro, glaube ich. Alter! Ja, und nee, da hätte ich noch, da würde ich noch aus Geiz nicht anfangen. Hier steht einer. Ich fahre jetzt mal kurz nach B. Kann ich das Geld doch lieber an Gaijin geben? Soll ich eine Bombe drauf werfen? Ja, hier steht eine Bombe drauf. Da. Achtung, feindlich 109 Meter für 500 Kilo. Wirfst du eine Bombe drauf oder kann ich? Ja. Okay. Der fährt lieber nicht gut. Nein, die von Achtung, die 109 schmeißt. Zu 6 war besser. Fahr ich mal kurz meine eigene Artillerie. Bei C ist schon wieder Struggle, da ist ein Tiger. Ja, ich fahr. Ich cap kurz B, dann fahr ich das. Das ist der Panther, der Thorsten vorhin schon umrundet hat. Okay, nevermind, ist tot. Haha. Da ist Bombenstimmung in C.
Ich war trotzdem mal wieder nach. Und zwischen B und C werde ich mich so ein bisschen aufhalten. Kann ich beide Punkte so ein bisschen schützen. Ich brauche nur den High Ground zurück. Boston, über dir ist auch noch. Nevermind. Wir haben leider ein paar Ostwinds. Also mehrere, drei, glaube ich. Oh Gott. Fliegt straight auf Ostwind zu. Ist tot. Surprise Pikachu Face. Ja, der hatte die ganze Zeit halt auch auf den anderen geschossen, aber. Naja. Nee, das Flugzeug, was du hast, hat leider echt nicht viel Punch. Nee, so gar nicht. Ich habe leider auch keine Alternative auf dem BR. Auf dem Battle Rating leider nicht mehr, nee. Im Low-Tier ist das ziemlich gut. Oder wie ja, Lukas gerne gut. sagt, auf seinem Battle Rating ist das ein Monster. Ja. Problem ist, die hat auch so eine komische. Also die Bombe klingt auch komisch aus. Da ist ein Flugzeug jetzt über B. A26 im Anflug. Ja, hat eine Bombe geworfen, sogar zwei. Und keine Ahnung wohin. Aha. Sehr schön. Von kommt. Wenn man mit dem Ding trifft, ist es tot, aber mit dem Ding zu treffen ist nicht so einfach, die schwankt. Ja, wobei das Ding eine bessere Kadenz hat als die Ostwind zum Beispiel oder die M42, finde ich. Ja, aber die schwankt halt total. Also die hat ja noch beschisseneren Schwerpunkt. Das stimmt. Deswegen mag ich die eigentlich überhaupt nicht. Und gegen Panzer ist die leider auch nicht gut. Also irgendwie... Warte mal, sind wir auf dem richtigen Battle Rating? Da vorne ist, glaube ich, eine M109 oder sowas gespawnt. Sind wir. Wir haben, glaube ich, ein volles Abtier sogar gehabt auf 6-7. Ich fahre ja mit der Flagge noch die ZSD 63. Die ist top. Ja, das ist die 109. Ach komm, und hinter der 109 ist noch was. Na, die bewegen sich ja leider nicht in mein Schussfeld. Wie lasst sie da nicht rausfahren? Chef oder ist einiges. Okay, da war einiges. Und ist man immer 40. 40, okay, weg damit. Da muss noch einer sein, der hat hier gerade den TD erledigt, irgendwas. Okay. Ah, rein. Verdammt! Oh, da ist ein Panther. Ja, nein, VK. Aber die Ostwind zieht mir das Getriebe, dann konnte der VK mich killen. Ah, sie. Wie gemein, während du deren Spawn geschossen hast. So etwas zu tun. Ich hab nicht mal geschossen. Sich zu wehren. Echt mal. Aber wie kommt man denn auf die Idee, was irgendwas auf einem T-34 drauf zu bauen? Rückwärtsgang ist der Horror. Ja, dann warte mal. Jan, war das eine israelische Modifikation mit dem großen? Ja, ne? Hatten wir letztens schon drüber. Ägypten. Mit der 155er. Ja, ich meine, das wäre ägyptisch. Ich meine, das wäre ägyptisch gewesen. Mit der schönen weißen Lackierung. Ja, ich meine wirklich, es wäre ägyptisch gewesen. Ich weiß nicht, ob die Israelis jetzt irgendwie gekapert haben oder so, aber ich meine, grundsätzlich wäre es aus Ägypten. Ja, Ägypten. Flügelmann. Das hat auch Spaß gemacht. Immerhin damit die WZ305 freigeschaltet. Das ist doch auch schön. Die P38 freigeschaltet. Was? Das Flugzeug? Ja. Ah, okay. Wo geht denn man bei den Chinesen hin, panzertechnisch? Wo bist denn du da gerade im Tech-Tree? Also neben der WZ. Ach, drei. Bist du die M48 7. Typ 59 Reihe da schon runtergegangen zum ZTZ? Nee. Die würde ich auf jeden Fall runtergehen. Ja. Und jetzt, nachdem da MBT 2000 und sowas unten dran hängen, würde ich auch die linke Seite runtergehen. Die konnte man ja vorher ein bisschen vernachlässigen. Mhm. Eigentlich kannst du alle Seiten bei denen runtergehen. Die sind alle. Bei China hast du halt nicht wirklich die Auswahl. Du hast halt gut zwei MBT-Lines oder Light-Lines auch, aber die Flak und die TD-Line sollte man auch runtergehen. Richtig, vor allem halt die TD-Line, auch wenn man halt ein paar davon betrost beiseite lassen kann. Aber rechts ist auch noch der PTL und der AFT. Der ZLTL. PTZ 89 auch. PTZ 89, ja. Also, die kannst alle rein runtergehen. Oh je.
Do it. Überforderung. Can't compute. Das ist wie wenn man auf dem Parkplatz fällt und zu viele Parkplätze da sind. So, dann weiß man auch nicht, wo man parken soll. Was will ich denn machen? Ich will was richtig Assi-mäßiges machen. Lass uns mit der M18 über die Zweierlinie oder so fahren und dann den voll in die Flanke fallen. Oh, aufpassen. Bei mir hat's die AP durch die APHE ausgetauscht. Ja, das habe ich schon gecheckt, aber bei mir ist alles richtig. Ich hab die APHE als Standardmunition. Ja, nee, ich hatte die normalen Wurfgeschosse gerade Standard drin. Schon hat er wieder ein bisschen Mist gebaut. Okay, dann hast du es falsch schon gesagt. Ja, du bist das Ding halt schon lange nicht mehr gefahren, oder? Das chinesische M18. Ja, aber ich hatte die Munition ja schon. Ja, ja, klar, aber vor einigen Monaten haben die ja bei allen M18 dann die Munition umgestellt. Ja, China fahre ich auch nicht so häufig, muss ich zugeben. Ja. Wobei das 5.7er Deck echt cool ist mit den ganzen Möglichkeiten. T34, M18. Ja. Wie gesagt, da fehlt nur noch irgendwie ein Panther oder so. Ein Panther, ja. Also ich glaube schon, dass das beste 5-7er Deck im Spiel ist. Sehe ich aus, so ja. Also die 5-7 Amis, ja, finde ich cool, aber da fehlt halt irgendwie ein bisschen was. 5-7 Deutsche wurde halt auseinandergerissen im Großen und Ganzen. Ja. Ich überlege gerade, was hat Russland auf 5-7? Auch T-34 85er und eine IS-1 wurde ja hochgesetzt, also auch gar nicht mehr so viel. Nein. Und China hat halt so den Mix aus sowjetischen T-34-85, die amerikanischen Sachen. Deutschland 5-7 war immer sehr gut, aber die Panther sind jetzt auch alle auf 6-0. Genau, und halt das, was dann auch aus den niedrigeren BAs als Unterstützung geht, sowas mit der M36 und der PT und sowas. Und Schweden hat ja noch ein ganz gutes Deck. Schweden, ja, aber es sind eigentlich auch nur 2-5-7er Panzer, die halt dann von anderen noch gebackt werden. Genau. Ja. Deswegen würde ich schon sagen, China 5-7 wäre mein 5-7-to-go-Deck, wenn ich unbedingt 5-7 spielen will. Eben habe ich mich so ein bisschen hier vor so einem Lader erschreckt. Das passiert mir auch ständig, vor allem im Hide hier. Jetzt stell dir mal vor, die ganzen Technicals und Humvees und was weiß ich kommen noch alle rein. Gibt's eigentlich... Ne, ein Humvee mit einer Tau gibt's nicht. Doch, Tau mit einer 20er. Ne, im Spiel nicht, aber... Nee. Ja, das ist ein Real, gibt es mir schon klar. Ja, und darauf warte ich ja schon die ganze Zeit. Aber stell dir mal vor, so Stadtmaps, wo du dich dann einfach irgendwo an die Seite stellst. Oh, die ganzen Humvees, die ganzen... Und so hätte ich schon voll Bock drauf. Also muss ja nicht alle sein, weil... Ich brauche jetzt kein 50-Cal Humvee oder der so. Der muss ja so niedrig sitzen. Also den TOW oder einen Anti-Air-Humvee oder so hätte ich schon Bock drauf. Humvee mit der 20er oder mit dem 40mm Granatwerfer würde ich nicht. Oder mit der Gauss, da hätte ich schon Bock. Genau, es gibt ja auch mit der Gatling-Gun einen Humvee. Gut, aber wäre halt eine gute Flak, ne? Richtig, ich wollte gerade sagen, allein das könnte man schon etwas höher packen als das, was wir aktuell da haben bei den Humvees als Flak. Also würde ich vor der M163 auf jeden Fall bevorzugen. Ja, und hinter der M42, also so, pack das Ding mal auf 6-0 oder so und das wäre schon gut für den Ami-Baum. Keine Schranke kann mich aufhalten. Bonk. Oh, habe ich was gehört? Ja, ich habe auch eben MG-Feuer aus der Richtung, also aus der Spawn-Richtung gesehen. Genau, genau. Deswegen würde ich jetzt aber den Spawn brauche ich jetzt nicht gerne fahren. Noch nicht. Oh, verdammt. Mein Plan ging schief. Geradeaus meine Wanne. Ungefähr 200. Lol, du fährst gerade an dem vorbei, Thorsten. Ich habe ihn nicht gesehen. Lol. Ups. Nice, Thorsten und der sind 10 Meter aneinander vorbei. Ja, aber ich habe ihn halt auch nicht gesehen vor mir. Also, ich habe ihn auch nur gesehen, weil er sich bewegt hat. Entweder war ich total blind oder der war irgendwie nicht so gerinnert, wie er sein sollte. Ich sehe den durch die ganzen Bäume leider nicht. Deswegen, naja. So kann ein guter Plan dann halt mal schief gehen. Das hat mich jetzt wieder glücklich gemacht. Der hat geschallert. Aber 85er sowas, in your face. Aber sowas von geschallert. Der ist niedrig über mich hinweggeflogen. In Vollspeed. Das gucke ich mir später nochmal in Slow Motion an.
Und da wünschte ich mir wieder das Schadensmodell von IL-2. Wenn du wirklich sehen würdest, wie die Granate die Hülle verbiegt. Wir reichen. Lukas, hinten sind einige aufgeklärt. Au! Mir reicht es, dass meine Granate das Heck weggeschossen hat. Und das Heck dann quasi vor mir gelandet ist. Mehr brauchte ich jetzt gerade nicht. Ist da jetzt noch was? Ich weiß nicht, ob hier noch was steht. Ich glaube nicht. Ich glaube, ich habe die alle. Ja, mich hat's ganz schön zerruppt. Ich muss hier eine halbe Minute reparieren. Ah! Leppalieren. Halt die Schnauze. Ah, fuck. Ja, Straße, das war's. Straße weiter ist auch eine. Okay, dann gehe ich mal Straße weiter gucken. Steht in so einer Ecke. Flankenmanöver mit vielen Leuten ist immer ein bisschen tricky. Das stimmt. Also das der kommt jetzt. Ja, da wo ich gestorben bin eigentlich. Dann der mich gekillt hat, stand hier. Ich gehe jetzt mal da auf Lukas sein Wrack gucken, vielleicht sehe ich den ja. Flak. Rechts von mir macht komische Geräusche, es gefällt mir nicht, soll mal ruhig sein. Okay, kommt doch nicht da lang. Abgeprallt. Und da steht einer. Ja, das ist der wahrscheinlich der nicht gekillt hat, ein KV-85. Ne, ich glaube, das ist kein KV-85, sieht eher nach T-34-Turm aus. Und das sehe ich ja nicht aufgrund des Feuers. Aber das 50-Keller auf dem M36 gefällt mir nicht so, dadurch, dass es so einen begrenzten Richtbereich hat. So, KV85 habe ich, der stand hier. Sehr schön. Ich schieße immer ein bisschen zu hoch gerade. Lass mal den Papa-Riegel. Ja, kannst du gerne machen. Papa-Jager. Lol, ach man, ich habe dieses Häuschen auseinandergeschossen, kacke. Es ist das Flugzeug von mir runtergefallen, jetzt sehe ich erst recht nichts mehr. Er kommt auf dich zugefahren. Okay. Mit einem M36 YOLO-mäßig einen Jumbo-Frontal durch die Hülle? Nee, habe ich vorhin versucht, ging nicht. Hat man also mit einem Kette Inwerten bekommen? Müsste es gehen. Hat aber nicht funktioniert, ich habe durch die Unterwanne versucht, es einfach abgeprallt. Das war nicht der auf mich schießt. Ich sehe nicht den, der auf mich schießt, nicht. Ah doch, jetzt sehe ich ihn, ich kann doch nicht mehr zurückschießen. Eine Bombe werfen, wenn du willst. Ja, bitte hier hin. An der Ecke vom Haus. Genau, ich hab, das ist ein Jagdpanzer, ich hab ihn gerade aufgedeckt. Das ist sogar nur eine ASU, kannst du vielleicht sogar nur mit einem MG machen. Also seitlich geht's. Sehr schön. Okay, wo kam jetzt hin? Oh, der ist hinter mir sehr gefährlich. Der ist jetzt von hinten auf mich zugekommen. Ich hab's nicht gehört. Schande hat nicht gehört. Der war plötzlich hinter mir. Ihr kennt das nicht gehört. So, der ist tot, aber. Ah, sehr gut. Ich sag ja ZSD, beste Flak da unten. Ah, die haben viele Flieger im Himmel. Ja, einer hat mich gerade auch ziemlich geschreddert. Ja, Alter, Flak, kannst du mal deinen Scheiß? Okay. Da ist ein Flieger, da ist ein zweiter Flieger. Nice. Also neben mir stand eine Ostwind, die sich lieber als CD verdient gemacht hat. Au. Ich würde nur gerne. Krass, wie ist das jetzt passiert? Okay, Flieger ist weg. Da ist noch eine ITP. Kann mir jemand verraten, wie das passiert ist? Ich bin gerade mit dem Flügel an einem Haus hängen geblieben. Da ist nur ein Stückchen Flügel abgerissen und mein Propeller ist kaputt. Das Stückchen Flügel ist in den Propeller geflogen. Ja, würde ich auch sagen, ja. Es muss so gewesen sein. Also, ja. ITP tief über A. Naja, ich muss jetzt mal kurz an mir gucken, dass ich meine Bomben loswerde, sonst komme ich hier nicht hinterher.
dir. Du magst Bomben, hast du gesagt. Okay, dann weg damit. Die war nicht gut geworfen. ITP hängt sich an dich dran, glaube ich. Ja. Oh, sehr schön. Ach, das Blutwurst. Lass eine Flak, die auf dich schießt. Ich versuche sie anzugehen. Ja, mach das. Auf was für einem Rang sind wir eigentlich gerade? Sind wir Rang 4? Ja, müssten wir drei, sein. 3 oder 4? 3 und 3, 3, 4, ja. So, wir müssen auch Geld verdienen für den Stern. Das machen wir. Die Flak, die kann nicht mehr schießen im Moment. Okay, ich krieg sie an. Ich brauche noch eine Weile, bis ich da bin. Mal gucken, was du mit den 20ern vielleicht besser bekommst, als ich mit den 50s. Okay, er kriegt eine Bombe. Also der stirbt einfach nicht. Also ich habe ihm die 20er oben in den Turm geschossen, der Crew ist nicht mal gestorben. Okay, ich dachte, deine 20er sind besser als meine 50s, aber selbst ich habe den Turm, leer geräumt. Guck mal bitte bei A, kann ja mal über A fliegen, ja. Wo der steht. Kann ich machen. I will do. Aua! Der steht hier. Ah, ZSD. Hab sie. Sehr schön. Ne, BTRZD. ZSD? Mit freundlichen Grüßen. Ja. Dann fahre ich jetzt wieder in den Cap rein. Nein, da ist ein Gegner. Okay. Wo? Hier, Richtschütze, MG. Soll ich ihn anfliegen? Ja, macht weg. Ich sehe ihn, glaube ich, von meiner Posi aus nicht. Da ist noch einer. Fuck, der hat Freude dabei. Verdammt. Nein, der ist gerade gestorben, kann das sein? Ja. Aber da hinten, dahinter geradeaus durchkommt noch einer. Ich konnte ihn in die Kette nur orange färben. Ja, einfach hinten gleiche Straße weiter. Ah ja, ich sehe es. Verteidige jetzt hier. Ich habe leider nur noch meine MGs. Ja, bitte, dann greife ich doch an. Ist der abgelenkt? Nee. Aber unser Jagdpanzer fährt ihm. Also der ist jetzt hier. Okay. Ich glaube, ich steck auch mal wieder. Unser Jagdpanzer rafft's nicht. Doch, jetzt rafft das. Sehr gut. Ich glaube, ich steck auch mal wieder in den Panzer und werf mich da mal kurz rein. Nein, unser Jagd. Hat ihn gekriegt. Ja, ich hatte eh nur noch irgendwie 200 Schuss oder so, deswegen. Ja, ist es doch, Jan. Schluss. Ja, hatte ich so ganz gut, dass ich jetzt hier dann gedacht habe, komm, ich fahr mal. Ne? Noch eine Runde. Fahr mal mit dem M64 auf die. Flanke. Hier steht ein KV-85 oder sowas. Au, und die haben eine Flak. Natürlich, der Typ schon wieder. Dann ist das. Alter, ich werde hier schon auf dem Spawnradar angezeigt. Und nochmal Flügelmann, genau wie eben. Nein. Nice. Der hat nicht mehr gezählt, mein Kill. Wir haben ihn gesehen. Er war da. So, und das war China 5-7. Immer noch, wie wir gerade gehört haben, von uns dreien das beste, das liebste 5-7er-Deck. Und ich hoffe, ihr hattet auch Spaß. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu in die Kommentare. Ich sage bis zum nächsten Mal und macht es gut. Ciao, ciao. Tschö.